Was mag das sein? Das ist gewissermaßen ein kleines Stück Dürener Stadtgeschichte. Der damalige Besitzer der Löwenapotheke hat begonnen, seine eigenen Verbände herzustellen. Das war der Dr. Degen, was dazu führte, dass er die Apotheke abgegeben hat und seine Verbandstofffirma aufgebaut hat. Das war im Jahre 1890. Und das ist ein Erste-Hilfe-Set von Dr. Degen und Kut aus Düren. Das Unternehmen ist 1973 die Hartmann-Gruppe eingegangen. Was bedeutet, dass das hier jetzt im Jahre 2017 fast 45 Jahre, mindestens 45 Jahre alt ist. Wenn man sieht, offenbar unbenutzt. All die Jahre im Einsatz gewesen als Erste-Hilfe-Ausrüstung im auch nicht mehr bestehenden Unternehmen Pelzmoden-Filvo. Und man sieht, Kirschnerei ist relativ ungefährlich, wenn man ordentlich gelernt hat, mit den Messern umzugehen. Ein Erste-Hilfe-Set noch von Dr. Degen und Kut, gegründet ursprünglich in der Kölnstraße, später nach Birkesdorf umgezogen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht original dazu gehörte. Aber wer weiß, vielleicht sogar aus derselben Zeitspanne. Muss also irgendwo aus der Zeit zwischen 1966 und 1973 stammen.